Boah, der Schlamm fliegt. Ich kann nicht mehr. Tobi und Even werfen mir vor, dass ich den Sprung nicht springe. Es reicht. Ich muss jetzt einen Masterplan ausarbeiten. Punkt Nummer 1. Ich bereite mich mental vor. So Leute, jetzt machen wir mal etwas ganz Spezielles. Dafür haben wir hier einen Gast, nämlich die Helena. Guten Tag, das ist für dich zum Glück gar nicht unangenehm. Freut mich, dass du hier bist. Sie ist schon passend eingekleidet mit Grenzgänger. Und erzähl doch mal, was du heute vorhast zu machen. Also vor ist, dass du mich auf einem Rad am Longboard ziehst. Dafür ist natürlich das Fido-Bike perfekt geeignet. Und für Beleuchtung, dass sie hier nicht auf irgendeinem Stein oder so ausrutscht, haben wir natürlich die Lampe am Start. Erstmal langsam. Punkt Nummer 2, ich wärme mich auf. Und Challenge ist es, um den Drop zu springen und die Wiese herunter. Aber erstmal werde ich jetzt hier diesen Pump-Track fahren. Let's go! Also Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe nicht nur irgendwas, sondern ich sehe einfach alles. Let's send it. Diesen Drop viel zu schnell übersenden. Alter, es ist halt ein bisschen rutschig, aber hier geht's tatsächlich. Ja, Pump-Track ist jetzt ja nichts Besonderes so an sich. Aber ein bisschen hier die Lampen einweihen. Jo. Jetzt stellen wir uns der Aufgabe und müssen diesen Berg besteigen. Ich habe keine Ahnung, ob wir da überhaupt ankommen, weil es sieht sehr hoch aus. Aber let's go. Okay, wir gehen hoch. Ja, Mann, ich habe richtig Bock zu wandern. Das, ich glaube, ich habe es unterschätzt. Egal, Leute, das ist Sport. Wir trainieren zwar keine Beine, aber heute ist eine Ausnahme. 500 PS anstatt einer Fahrgemeinschaft. Hier ist eine Batterie. Okay. Wo? Warte, wir sammeln die auf, wir speisen die dann. Ah ja, stimmt, wir sind ja sozial, ne? Oh. Ja, Leute, hier haben wir eine Batterie gefunden, weil wir umweltbewusst sind. Also ich nicht, aber Tobi nimmt da die mit. Let's go, Leute, ich bin noch motiviert. Mein Reifen ist wieder voller Schlamm. Runterfahren wird lustig auf nassem Gras. Da war gerade ein Tausendfüßler. Ich darf dann wieder runtergehen, du. Jetzt werden wir aber unfreundlich. Fräulein, das ist ein absolutes Abenteuer. Ich weiß nicht, ob es gerade für euch so rüberkommt. Ich hoffe schon. Aber was wir hier gerade machen, Halt die Fresse. Du bist sehr, sehr respektlos. Wenn ich will, dann sprinte ich den Berg hoch. Okay, mach. Ich will sehen. Ja, ja. Oh, Mann. Ach, Mann. Und wir quälen uns den Berg hoch. Und das wäre alles nicht möglich ohne die hellsten Mountainbike-Lampen der Welt. Magic Shine Lights. 8000 Lumen. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. Wir montieren jetzt hier einmal die Lampe. Jetzt einfach Kabelbinder rum. Und jetzt einfach festziehen. Jetzt nochmal den Akku montieren. Kann losgehen, oder? Wenn ihr auch mal Bock auf einen Night Ride habt, dann schaut jetzt auf Instagram. Denn gemeinsam mit Magic Shine mache ich ein Gewinnspiel. So, Leute. Wir sind endlich angekommen. Wie fühlst du dich jetzt nach dieser Jog-Einheit? War nicht gut? Nein. Ja, folgendes. Ich werde jetzt den Drop bei Dunkelheit springen. Bin gespannt, ob das was wird. So, Leute, seht ihr, es ist komplett dunkel. Ich glaube, ihr seht fast gar nichts. Und jetzt, zack, es wird einfach wirklich die Nacht zum Tag. Bisschen scary, wenn man Drops springt, die man sonst nicht so vertraut macht. Das ist auch noch bei Dunkelheit. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht so leichtfertig, bei Dunkelheit diesen Drop zu springen. Ich meine, ich musste mich anfangs tagsüber für den überwinden und jetzt einfach bei Nacht. Oder der Kleine macht vor. Ich wette, der macht den Großen. Jawohl, Alter. Oh, der Dreck fliegt. Junge, gleich nochmal. Jawohl. Geil. Also eine Sache will ich behaupten, und zwar, dass wir die Challenge, diesen Drop bei Nacht zu springen, auf jeden Fall gemeistert haben. Das kann uns keiner mehr nehmen. Jetzt kommt der absolute Extremtest. Ich werde Tobi ein für alle Mal in den Boden stampfen. Der Tobi und ich, wir werden jetzt einmal hier den gesamten Berg runterbrettern. Ihr habt gesehen, man kann ja nicht mal laufen, man rutscht aus, es ist schlammig. Meinst du, wir können? Nee. Jo, Tobi, jo. Denk mal dran, dass ihr ein bisschen mehr Weg zum Bremsen einbrechen, weil ich jetzt nass nicht das Mikro vollgas wieder zaubrettern. Ja, ja. Perfekt. Pass gut auf, wir schaffen das, ja? Let's go, Leute! Oh mein Gott, oh, es fliegt so sehr, oh mein Gott, alles fliegt. Oh, mein Auge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh, alles fliegt. Ich muss durchbremsen. Alter, alles fliegt. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Alter. Oh, ich komme auch nicht zum Stehen. Wie krass war das? Digga. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber alles fliegt. Es ist mir alles um die Ohren geflogen. Der Reifen komplett voller Schlamm. Ich habe es in mein Auge bekommen. Ich musste mit Augen zufahren. Das war beängstigend. Das war sehr beängstigend, aber es war auch geil. Und in diesem Moment ist mir einiges klar geworden. Es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, sondern es kommt darauf an, dass du eine schöne Zeit hast, coole Freunde und dich eventuell auch mal der einen oder anderen Mountainbike-Challenge stellst. Mehr dazu in diesem Video.